Es gibt drei oder vier Müllhalden für die gesamte Stadt. Aber der Prozess läuft folgendermaßen. Der ganze ungetrennte Müll wird in die Mülltransporter geladen und auf den Mülldeponien etwas außerhalb der Stadt abgeladen. Der Umfang ist riesig. Ich bin sicher, Sie haben bereits einige Zahlen gehört. Ich denke, es handelt sich hierbei um 8.000 bis 9.000 Tonnen Müll am Tag. Ich wiederhole es, 8.000 bis 9.000 Tonnen Müll pro Tag. Und das beinhaltet alles an Müll, trocken, feucht, biomedizinisch, Baustoffe, also 8.000 Tonnen am Tag ist wirklich eine enorme Nummer. Und all das gelangt zu den Müllhalden. Und der Verarbeitungsprozess dort ist wirklich sehr limitiert. Niemand hat sich jemals wirklich Gedanken darüber gemacht. Nicht die Politiker, nicht die Mathematiker, keiner. Erst innerhalb der letzten 6 Monate hat sich die Regierung dem angenommen, hat begonnen darüber nachzudenken, diesen ganzen Nonsens zu stoppen. Denn jetzt werden wir konfrontiert mit den Problemen dieser Müllhalden. Diese Müllhalden sind keine gesunde Umgebung, für niemanden. Und mit dem Prozess der Mülltrennung, des Recyclens von Abfall hin zu Dünger, wird das alles einfacher. Sicher, es gibt Probleme, aber diese wollen wir angehen. Die Arbeiterinnen kommen aus keinen guten familiären Verhältnissen. Deswegen wollen wir ihr Leben verbessern und ihnen ein zusätzliches Einkommen ermöglichen. Deswegen sind wir stolz, sagen zu können, dass 3 dieser Arbeiterinnen, die aus den Slum-Regionen kommen, dank unseres Konzepts Arbeit finden konnten. Und sie bekommen einen guten Lohn. Wir zahlen fast 30.000 Rupien an die Organisation und jede Arbeiterin bekommt um die 7.000 bis 8.000 Rupien im Monat, was ein ordentlicher Betrag ist für eine solche Arbeit. Jeder Haushalt hat normalerweise 2 Mülltonnen, in denen der Müll von den Bewohnern getrennt wird. Der trockene Müll, Papier, Pappe, Metall, Glas und so weiter, kommt in eine separate Tonne und der feuchte Müll kommt in eine separate Tonne. Für die Verarbeitung des Mülls ist die lokale Müllentsorgung zuständig. Die übernehmen die Trennung und das ganze Recycling. Es wird also nicht einfach nur zur Müllhalde gebracht. Sie haben ja sicherlich schon eine von diesen Müllhalden gesehen. Der Probleme werden gelöst, wenn man den Müll trennt. Der trockene Müll geht also an den Recycler, der ihn recycelt. Der feuchte Müll wird aber nicht abtransportiert. Dieser feuchte Müll, das sind etwa 150 Kilo pro Tag, 5 Tonnen im Monat, verlässt die Abwurfplätze nicht. Wir haben verschiedene strategische Locations gefunden für jedes Gebäude. Hierhin kommen dann Arbeiterinnen von den Organisationen und diese befördern den Müll dann in die dafür vorgesehenen Behälter. Wir haben mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht, die wir alle 45 Tage wiederholen. Wir haben einen eigentlichen Container und einen redundanten Container an jeder Location erstellt. Nehmen wir also an, wir haben den 4. September. Für den Dezember wird dann einer der Container genutzt, in diesen wird dann der feuchte Müll geschmissen, egal ob ungekocht oder gekocht, Gemüse oder kein Gemüse, alles kann in diesen Containern absorbiert werden. Und diese Prozedur wird dann einen Monat lang fortgeführt. Dann legen wir eine Ruhephase ein für die nächsten 5 bis 10 Tage, in dieser Zeit wird dann der 2. Container genutzt und halt für den Folgemonat. Danach wird alles in einen Crusher gegeben und der verarbeitet den Müll dann zu Pulver. Somit bekommen wir einen tollen Dünger innerhalb von 40 bis 45 Tagen.